Ich weiß ja nicht, aber dieses Ding, was ich reingegangen bin, sah ein bisschen aus wie eine Zeitmaschine und ich glaube, es hat funktioniert. Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier bin? Oh. Hey! Okay. Ich glaube, es geht wieder nach dem Alten. Au. Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Oh Gott! Ja, fast tot. Nein, natürlich spielen wir nicht fast tot, sondern wir spielen Pentatown Red. Es war irgendwie genau das gleiche für die Gegner, aber irgendwie auch nur fast. Und ja. Der letzten ehrlichen Episode, also ja, alles halt mit dem Augenzwinkern gemeint, aber der richtigen, wirklich Story-Episode. Und zwar sind wir hier schon bei der letzten Episode, weil es nach diesem Level keine richtigen Levels mehr gibt, außer Sandbox. Das heißt, ihr könnt abstimmen, das werde ich dann nochmal ans Ende legen, was ihr haben wollt. Wollt ihr, dass ich Sandbox aufnehme oder dass ich die verschiedenen Level nochmal aufnehme, nur mit Modifikatoren? Also sowas wie Ultraschlag, schockierender Schlag, so etwas. Ah. Bam. Okay. Ihr habt vielleicht schon mein Siege-Video gesehen. Und zwar habe ich da vielleicht erwähnt, dass ihr die anderen Videos liken sollt. Leider habe ich heute nur ein Video hochgebracht. Und zwar liegt es daran, dass mein YouTube ein bisschen abgeschmiert ist, während ich hochgeladen habe. Und ich die Dateien sofort gelöscht habe, während ich sie hochgeladen habe. Das heißt, dass ich diese dann wiederum nicht hatte. Weswegen ich den Upload nicht nochmal machen konnte. Das heißt, ich habe das hier schon mal gespielt. Nur halt viel länger. Und die Betonung liegt auf viel, viel länger. Und zwar habe ich da über 22 Minuten gebraucht, um dann wirklich das Level einfach zu schaffen. Und deswegen finde ich das auch relativ gut, weil erstens, ich erspare euch diese ultralangen Aufnahmen, wo ich irgendwie Jahre dafür brauche, um irgendwie einmal das Spiel zu gewinnen. Sondern ich komme direkt auf den Punkt. Schnitzeljale weg. Nebenbei brauche ich nur noch einen Schlag, um mich umzubringen. Ist ja super. Er ist ausgenockt. Ich nehme mal kurz das Messer hier. Ups, tut mir aber leid. Was kuschelt ihr denn? Wir sind im Krieg. Oh, oh Gott, hört doch auf. Nein, hier ist was im Weg. Ich nehme meine Flasche Sake. Bam! Ich glaube, dass es Sake ist. Ups, ey, Mann! Ich darf mich so umschauen, ist ein bisschen spät. Und falls ihr gefragt habt, damit ihr es nicht später nochmal fragen müsst, ich uploade die Videos meistens direkt, nachdem ich sie aufgenommen habe. Und das andere Pentatown Red Video für heute habe ich vorproduziert. Aus keinem wirklichen Grund, einfach nur, weil ich gestern noch Zeit hatte. Und
ich dann halt und ich dann halt oh Gott und ich dann einfach Lust hatte ein Video zu produzieren, damit ich dann später nicht also damit ich später nicht, sondern damit ich später oh mein Gott. Okay. Oh, eine Schrotflinte! Das habe ich vorher nicht gewusst. Und zwar wollte ich mir das Messer holen, wurde dann hochgedrückt und bin dann nach hinten gegangen, weil ich dachte, das wäre ein Bug. Und, oh mein Gott. Okay. Dann sollen sie ruhig kommen. Ich weiß nicht, ob das eine Schrotflinte ist, aber ich glaube, das ist eine Schrotflinte. Ich hoffe, das ist eine Schrotflinte. Wenn nicht, ist auch okay, aber... dann bin ich traurig. Hey, geil! Boah, die kann ich alle da unten wegfetzen. Das ist keine Schrotflinte. Das ist eine, Dings hier. Eine Schlosspistole. Aber... das sieht aus wie eine Schrotflinte. Ich kann mir jetzt nicht sagen, dass es nicht aussieht wie eine Schrotflinte. Kann ich hier rein? Naja, schade nicht. Okay, schade. Dann hätte ich gedacht, dass da die Schrot drin ist, aber... aber wenigstens habe ich jemanden mit der Pistole. Mann. Ey, yo, macht ja Schaden. Ich kann auch alles zu einer Waffe werden. Bei mir kann auch alles zu einer Waffe werden. Also merkt euch das immer. Legt euch nicht mit mir. Oh, der Captain! Oh mein Gott. Kommt her, Harr. Arg. Oh, die Piratencrew gegen mich. Oh mein Gott, mein Leben. Guckt euch das mal an. Bitte. Nein. Oh, hi, hi, hi. Hi. Ja. Als ob. Willst du mich jetzt veräppeln? Deine Crew hält ja mehr aus als du. Heute mache ich, habe ich in Videos davor noch etwas angegeben, und zwar den Link, also zu einem Video von einem Abonnenten von mir. Und zwar Tobix. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Tobix. Auf jeden Fall hat er mir ein Like und ein Abo gegeben. Und dann würde ich es ja natürlich... also, er hat halt auch eine große Community. Eine relativ große Community. Über 3000 Abonnenten. Und natürlich ist das jetzt für mich, kleinen YouTuber, irgendwie besonders. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwen mit 3000 Abonnenten halt als Abonnent bekomme. Und zwar deswegen habe ich ihn in meinen Videos jetzt verlinkt. Und ja. Oh ne. Den Stuhl! Brat ihn den Stuhl rüber! Stirb doch! Oh Gott, die erwachen zum Leben! Silberkrug! Mehr, hä? Wenn ich jetzt beim letzten sterbe, dann werde ich heulen. Ach da! Ja! Jetzt nochmal erstmal schön massakrieren. Massaker! Hier dann, hier. Sieht auch mal schön aus. Okay.
Wo muss ich? Genau da. Ja. Ach, ja. Das ging relativ schnell. Also, ich habe heute 3 Videos. Also, eigentlich schon erst zwei, aber das ist jetzt mein drittes Video. So, hier machen wir jetzt raus. So. Ja. Danke, dass ihr das Video geklickt habt. Schaut mal in die Beschreibung rein, denn da ist Topics verlinkt. Und ja. Lasst dem Video ein Like da, ein Abo, ehrenet. Und wir sehen uns, glaube ich, morgen wieder, ne? Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao. Ne, jetzt im Ernst. Ciao.